Willkommen zurück. Wir möchten euch zeigen, wie wir jetzt hier an solchen EA 288 Motoren, sprich 1,6er und 2 Liter TDI Motoren ab 2013 einmal das Kühlsystem entlüftet. Dazu werden wir auf jeden Fall einmal diesen VCDS-Tester benötigen und alles andere zeige ich euch dann über den Tester, wie alles abläuft. So, in der Zwischenzeit, weil das Programm immer noch läuft und läuft und läuft, das dauert etwas, hebt das Fahrzeug auch automatisch die Drehzahl an, um auch etwas die Temperatur schneller voranzubringen, aber als auch um Luftblasen rauszuholen aus dem Kühlkreislauf. Wenn alles positiv abgelaufen ist, steht am Ende hier abgeschlossen, Routine beendet. Und somit können wir dann einmal auf die Messwerte zurückgehen und dann die unter Anpassung nochmal die Entlüftung deaktivieren.